Damit herzlich willkommen zu einem neuen Sims 4 Video. Ich habe mir überlegt, dass ich jetzt so eine Art neue Videoreihe starte. Und zwar wollte ich, oder will ich, oder mache ich? Ja, ich spiele jetzt die Sims 4 Szenarios. Ich habe vor, dass ein Szenario eine Folge geht, also dass es jetzt nicht ein ganzes Let's Play wird. Ich starte mit dem Szenario Ständig im Schatten. Novas Geschichte beginnt. Nova Kurios. Sie heißt einfach Kurios. Gehörte im College zu den Besten im Programmieren und nichts wird sie davon abhalten, in ihrem neuen Job zu glänzen. Nun ja, jemand könnte es vielleicht doch. Louis, ein erstklassiger Programmierer aus ihrer Klasse, der sie in der Uni in den Schatten gestellt hat. Da sie jetzt im Berufsleben gestartet ist, wird er ihr wohl nicht mehr in die Quere kommen. Nicht wahr? Ja, und das finde ich ganz cool. Scheinbar wird er ihr in die Quere kommen bei ihrem Beruf. Ich habe die Kamera jetzt hier platziert und nicht da oben, weil da oben sind die Aufgaben, die wir machen müssen in diesem Szenario. Und da die wichtig sind, denn darum geht es in dem Szenario, habe ich die Kamera hier nach unten gesetzt. Ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn mein Face hier unten ist. Das ist Nova Kurios, Wir haben einen Sim vorgegeben bekommen und das ist sie. Ich habe sie natürlich bearbeitet. Ich habe ein Skin draufgelegt, ihre Outfits ein bisschen bearbeitet und ja, das ist ihr Alltagsoutfit. Sie hatte eigentlich eine Kurzhaarfrisur, steht ihr auch sehr, aber ich wollte Custom Content benutzen und da stand ihr der Pferdeschwanz eigentlich auch echt gut. Das ist ihr Alltagsoutfit, das ist ihr Abendoutfit, ihr Sportoutfit, Schlafen, Party, Schwimmen, warmes Wetter und kaltes Wetter. Sie hat so einen eher chilligen, coolen Style, finde ich, und irgendwie immer alles schwarz. Sie möchte Computerfreak werden. Sie ist ein Geek. Sie ist ein Genie und ehrgeizig. So, wir wohnen in Tomarang. Ich bin hier einfach in dieses Haus hier eingezogen. Und ja, ich würde einfach mal sagen, dass wir dann doch gleich mal reinstarten in das Spiel. Wir sollen in die Technik-Guru-Karriere gehen. Und das machen wir doch einfach mal gleich. Nichts leichter als das. Technik-Guru. Ja. Okay. Aufgabe erledigt. Solche Aufgaben liebe ich doch. Befördert werden ins Projektmanagement. Laptop platzieren, mysteriösen Anruf beantworten. Oh mein Gott. Würde sagen, wir platzieren den Laptop. Wir haben hier, aber das ist ja eigentlich ein Esstisch. Haben wir denn irgendwie einen Schreibtisch? Den kann man da nämlich auch nicht platzieren. Okay, egal. Ich platziere ihn hier. Denn hier kann sie essen und da kann sie arbeiten. Okay, Level 4 der Programmierfähigkeit. Das steht hier auch und das machen wir doch einfach gleich mal. Karriere, nein. Programmieren üben. Let's go, Girl. Ich werde das hier alles in einer Folge schaffen. Hoffentlich. Das war mal mein Plan. Sie hat hier auch mental begabt. Wegen Abschluss des Bestrebens senkrecht Starterin. Mental begabte Sims erlernen schneller mentale Fähigkeiten. Erwachsener. Das war kein Deutsch. Sie ist unternehmerisch. Pelka. Glückliches Kleinkind. Beziehungen. Schnelle Lerner. Jede Karriere mehrere Level höher. Oha. Okay. Cool. Was sind wir denn? Startingenieur. Louis, oh mein Gott, als ob. Ach du Heilige, das ist doch ihr Schüler, der sie in den Schatten gestellt hat. Und jetzt meldet er sich bei uns.
Wie geht's, altes Haus? Ich habe gehört, du hast jetzt einen Job bei Rainy Day Entertainment, demselben Startup, bei dem ich auch arbeite. Bist du bereit, dich wieder von mir in den Schatten stellen zu lassen? Es wird genau wie in der Uni sein. Keine Angst, wenn sie dich feuern. Schreibe ich dir ein Empfehlungsschreiben für die Position des ewigen Losers. Lol. Willst du eine Umarmung, Louis? Frag einfach. Ach, nicht das schon wieder. Komm, wir sagen einfach so ironiemäßig. Willst du eine Umarmung, Louis? Frag einfach. Keine Sorge, wir bleiben den ganzen Tag im Büro. Wir sehen uns dort, Thunfischkopf. Thunfischkopf? Wutkontrolle? Negative... Mama, ich hab ein Harmauge! Negative Gefühle wie Wut können einen Sim daran hindern, Fähigkeiten zu erlernen. Wütende Sims können kalt duschen, sich vor dem Spiegel beruhigen oder auf der Toilette ein ärgerliches Häufchen machen. Auf diese Weise klingt die wütende Stimmung schnell ab. Okay, dann hör mal auf. Komm, wir gehen. Ja. I understand. Wir tun jetzt einfach mal kalt duschen. Mensch, dieser Louis. Jetzt kennen wir ihn. Ich finde das lustig. Nicht gemocht. Diese Beziehung ist angespannt und wird schließlich in die Brüche gehen. Oh. Ey! Oh mein Gott. Okay. Warum? Sie hat beim Duschen einfach irgendetwas an. Okay. Wir duschen jetzt mal und schauen dann mal noch 7 Stunden. Wir können noch kein ärgerliches Häufchen machen. Das geht hier wahrscheinlich nicht mit diesen Toiletten. Vor dem Spiegel beruhigen. Wir haben doch sicherlich einen Spiegel hier. Sich zu beruhigen versuchen. So, ganz ruhig, Nova, ganz ruhig. Du wirst es schaffen, ihn in den Schatten zu stellen. Oh, ihr geht's wieder gut. Konzentriert werden. Können wir uns selbst motivieren? Wird man dadurch konzentriert? Ich glaube nicht. Aber sie ist dann motiviert, weiter zu programmieren. Und dann machen wir das. Programmieren üben. Let's go! Sie ist zumindest mal selbstsicher. Das ist nicht schlecht. Projektmanagement. Ist das die nächste Stufe? Ja. Okay. Ja, ja, das schaffen wir doch, oder? 2 Tage bis zur Arbeit. Sympedia durchsuchen. Okay. Geh mal, Web, Sympedia. Tu das. Level 4 der Programmierfähigkeit. Super. Optional, Laptop sperren. Das habe ich eigentlich vorhin schon aus Versehen gemacht. Computer sperren für jeden außer Nova. Weil mich das auch immer nervt, wenn man irgendwie so Besucher bekommt von anderen Sims, dann stöbern die immer im Computer nach. Das mag ich gar nicht. So. Konzentriert. Mach das mal weg. So. Novas Bedürfnisse erfüllen. Woher wissen die, dass ich jetzt Hunger habe? So, wir tun jetzt mal zu Abendessen Gemüseteigtaschen. Mach die dir mal. Und mach mal Wasser warm. Ich möchte das mal testen. Ich habe diese Maschine, den Teekocher, noch nie benutzt. Aber finde ich eigentlich ganz cool. Man kann sich sogar heißen Kakao machen. Das wusste ich gar nicht. Oh, toll. Koch, Nova, koch. Yummy. Und wie gut ist es? Qualität ist auf jeden Fall normal. Das Wasser kocht. Es ist irgendwas mit 18 Uhr. Wir trinken jetzt gleich noch einen heißen Kakao und dann mit Marshmallows. Oh, lecker, lecker. Wie cool. Und schmeckt's gut? Dann gehen wir mal kurz auf die Toilette und dann ist es ja, es ist Abend, aber wir können ja vielleicht hier in Tomerang ein bisschen rumlaufen, hier zu dem Abendmarkt und wir können ja hier mal jemanden kennenlernen. So, und dann sag doch mal der netten Dame hier fröhlich vorstellen. Und auch bei ihr. So, hi Leute, ich bin neu in Tomerang. Schön, euch kennenzulernen. Können uns auch bei der Verkäuferin hier fröhlich vorstellen. Und, okay, er geht. Ich finde, Tee ist richtig lieb. Wir reden über Interessen, über Logikrätsel und
Sie ist verspielt, schlotzig. Süße Kissen zu kriegen, Köstlichkeit. Lohnt es sich überhaupt, Kakao ohne Marshmallows zu trinken? Oh, wir können uns auch bei ihr vorstellen, wenn sie gerade hier herkommt. Es ist so lustig mit dir. Ich verbringe wirklich gerne Zeit mit dir und hoffe, dass es dir genauso geht. Cool. Wir haben eine neue Freundin, würde ich mal sagen. Wir können uns auch bei ihr fröhlich vorstellen. Hi, hi. Und bei ihm auch fröhlich vorstellen. So, wir fragen sie nach ihrem Job und ihn. Tratschen. Sadia, oh, die sind verheiratet. So. Fangen die hier an zu flöten. Wir fragen sie, ob sie Single ist und ihn und hoffen, dass das jetzt nicht als so krasses Flirten angesehen wird. Sonst kriege ich gleich hier Probleme. Sie ist treu. Sie ist mit Leon verheiratet. Bist du Single oder verheiratet oder was geht da bei dir ab? Sie ist Single. Okay. Und Kind des Meeres. Bist du eine Meerjungfrau? Tell me. Okay, es ist schon etwas spät geworden. Boah, haben wir viele Leute kennengelernt. Und einfach Louis. Ich fände es schon irgendwie lustig, wenn aus Nova und Louis ein Pärchen wird. Ich weiß nicht. Findet ihr das auch lustig? Ich finde es schon lustig irgendwie. So. Ich liebe das und ich glaube, das liebt jeder, wenn auch in einem Buch zum Beispiel welche so voll die Feinde sind und dann so Enemies to Lovers nach draußen gehen. Wir waren draußen, aber es ist optional, deshalb wir gehen jetzt erstmal schlafen. 2 Tage bis zur Arbeit. Wir müssen immer noch nicht arbeiten? Sag mal. Okay, komm, wir kochen eine größere Mahlzeit, dann haben wir länger was davon. Mach mal diese burmesische Samosa-Suppe und dann gehst du aufs Klo. Von neuer Show möchte sie schwärmen und schwierige Probleme lösen. Das kannst du tun. Ja gut, wir haben einfach noch etwas Zeit. Wir könnten ja wieder in die Stadt gehen, würde ich sagen. Gut, okay. Ich finde, das ist so ein knuffiges, süßes Haus, oder? Man hat sogar 2 Balkone. Also ich finde, das sieht voll schön aus. Guck mal. Ich finde es voll süß. Wir können ja erstmal hier hin joggen. Komm, wir machen ein bisschen Sport. Na jetzt, zieh mal bitte dein Sportoutfit an. Und dann joggen wir hier hin. Wir gehen einfach ein bisschen uns sportlich betätigen. So wie es hier jeder macht. Vielleicht lernen wir ja dabei jemanden kennen. Boah, wie cool das aussieht. Wir joggen weiter. Oha, er hat ihr voll hinterher geschaut, aber verständlich. Look at her, look at her. Oh, sind die Häuser süß. Ihr ist kalt, leider. Können wir nicht mehr im Sportoutfit rumlaufen. Ich finde es auch interessant, dass es in Tomerang irgendwie kalt wird. Ich dachte nämlich eigentlich, dass Tomerang immer heiß ist. So, einfach mal Frösche suchen. Dann können wir die züchten und verkaufen. Dann haben wir auch noch irgendwie zusätzliches Geld. Genauso können wir da was ausgraben. Das sieht voll schön aus hier. Post. Oh nein. Rechnungen. Genau das meine ich. Deshalb suchen wir uns jetzt lieber Sachen, die wir verkaufen können. Wie das zum Beispiel. Wir könnten auch das hier besuchen gehen. Cool. Ich find's auch cool, dass die Autos hier so entlang fahren. Was passiert, wenn man über die Straße geht und ein Auto kommt? Was passiert, Angelika? Da gibt's einfach so Zebrastreifen. Vielleicht passiert das gar nicht. Oder vielleicht kann etwas passieren. Ich habe es nur noch nicht herausgefunden.
Ich rufe an, um dich zu informieren, dass der Ur-Ur-Urgroßvater des Freundes deiner Cousine zweiten Grades verschieden ist und dir ein großes Vermögen hinterlassen. Nimmst du die Erbschaft an? Unter welchen Bedingungen? Sehr clever. Nun ja, es gibt einige Bedingungen. Aber eine dieser Bedingungen ist, dass es keine Bedingungen geben wird, wenn du nach Bedingungen fragst. Also gibt es keine Bedingungen, oder? Wir haben auf jeden Fall ein bisschen Geld bekommen. Ich weiß, dass das so funktioniert. Das habe ich bis jetzt auch so gemacht. Denn wir wollen noch nicht heiraten. Okay, wir wollen das noch nicht. Nova zieht ihre Schuhe aus, bemühte nicht zu lange an der Türschwelle zu verweilen. Es ist wichtig, die prachtvolle Schönheit im Inneren des Tinsu-Tempels respektvoll zu betrachten. Es ist schwer zu fassen, dass es etwas so majestätisch und Schönes so nah am eigenen Zuhause gibt. Ja, siehste mal, wo du so wohnst. Gut, joggen mal weiter. Das ist nämlich alles, was ich gerade machen kann, denn leider fängt die Arbeit auch erst irgendwann an. Wir arbeiten Dienstag bis Samstag. Das sind auch interessante Arbeitstage und wir haben Sonntag und Montag unser Wochenende. Toller Tempel. Was für ein architektonisches Meisterwerk. Die Schönheit und reine Geschichte dieses Gebäudes verleiht jedem Sim gute Laune. Cool. Gut, und jetzt können wir die doch züchten mit dem hier und haben hier den da. Weg damit, weg damit. Und dann können wir ja eventuell nach Hause und ein bisschen Programmieren üben, oder? Yay, Level 5 der Programmierfähigkeit. Sehr gut. Dann iss mal bitte die Reste von der Suppe. Tee und heißes Wasser. Bestes heißes Wasser der Welt. Man kann auch einfach nur das Wasser trinken. Oh Gott. Einhorn-Galaxie-Tee mit Regenbogenbeeren. Was auch immer. Mach das einfach mal. Oh mein Gott. Sieht aus wie Spülmittel mit irgendwas vermischt. Eieiei. Ob das so gut ist, weiß ich ja nicht. Wir sind verspielt. Einhornzeit. Reite auf dem Einhorn, feiere das Einhorn, bewundere die Pracht der Galaxie. Vielleicht war ein bisschen mehr Koffein in diesem Getränk, als Nova erwartet hatte. Ich freue mich auf Arbeit. Mensch, ich möchte doch hier weiterkommen. Sie soll einfach mal hier Sympedia durchsuchen, damit sie noch länger konzentriert ist, damit wir konzentriert zur Arbeit gehen. Ich denke, das ist ganz gut, wenn wir das so machen. Oh, wir können unsere Rechnungen bezahlen. Junk-Mails aussortieren. Nova hat einen echten Jackpot in der Post. Bewahre diesen Coupon sicher in deinem Inventar auf und aktiviere ihn, um einen Rabatt auf jeden Computerkauf zu erhalten. Okay, ja, machen wir, wenn wir bei der Arbeit waren. Dann gehen wir mal ein bisschen shoppen. Wir sind bei der Arbeit und wir arbeiten fleißig, damit wir... Oh Gott, ein kapitales Angebot. Die Programmierfähigkeiten von Nova haben sich im Darknet herumgesprochen. Sie dachte, sie hätte alle Spuren verdeckt. Aber eine Investorengruppe aus Silicon Valley klopft mit einem verlockenden Angebot an ihre Bürotür. Die Geschäftsideen von Nova sind zwar vorfinanziert, aber die Investoren möchten ihr ihre finanzielle Unterstützung anbieten, wenn sie dafür das Vorkaufsrecht an all ihren zukünftigen Projekten erhalten. Soll Nova die Simoleons nehmen oder soll sie lieber unabhängig bleiben? Boah, wir bleiben lieber unabhängig. Ne? Ich glaube, das ist wichtiger. Wir werden irgendwann viel mehr Geld machen, als wenn wir von irgendwelchen Vollidioten abhängig sind. Lasst das euch gesagt sein. Mensch, Girl, du sollst doch nicht angespannt sein. Wir müssen befördert werden. Ich hoffe, wir werden trotzdem befördert. Hallo Nova, ich frage mich, ob es sich lohnt, Lelu Smith besser kennenzulernen. Was denkst du darüber? Ich denke, du solltest am Ball bleiben. Oh ja, wir haben es geschafft. Befördert zur Projektmanagerin. Nova wurde befördert und ist jetzt Projektmanagerin. Der Hipster-Hugger, was auch immer das ist. Cool, jetzt arbeiten wir immer Montag bis Freitag. Nächstes Ziel ist befördert werden auf Entwicklungschefstelle und Tagesaufgabe abschließen und Spiel modifizieren. Cool. Erste Beförderung. Tja, das passt dir nicht, oder? Wir müssen programmieren als Tagesaufgabe. Wir nehmen jetzt erstmal Reste. Sie ist glücklich, weil sie befördert wurde.
und ist aber gestresst wegen Arbeit. Ja, wahrscheinlich war, wie heißt er nochmal, Louis? Wahrscheinlich war Louis halt bei der Arbeit und ja, hat sie da gestresst. So, sie hat nicht so viel Spaß, deshalb spielen wir jetzt Sims Forever. Louis ruft an. Hallo Nova, weißt du was? Ich wurde ebenfalls befördert. Ich habe mit dem Bonus neue Möbel gekauft und jede Menge Kohle auf den Kopf gehauen. Ich habe viele tolle neue Sachen, die mich schnell in gute Stimmung versetzen, sodass ich noch mehr Zeit habe, meine Karriere voranzutreiben. Schlau was? Du musst Geld ausgeben, um Geld zu verdienen. Ich muss zugeben, dass ich überrascht bin, dass du auch befördert wurdest. Du hast wohl nur Glück gehabt. Wenn ich dein Boss bin, werde ich dafür sorgen, dass solche Fehler nicht mehr passieren. Mit meinem Bonus kaufe ich mir auch tolle Sachen. Oh mein Gott, ey. Ist der... Ey, was ist denn das? Was ist los mit ihm? Oh Gott. Warum wurde er auch befördert? Mann, ich dachte, wir sind ihm voraus. Reicht es nicht, wenn wir zum Beispiel programmieren und zwar ein Spiel modifizieren? Hey, ein Spiel modifizieren mache ich mit Sims auch immer. Sie ist halt gerade so auf Modsuche, ne? Custom Content. Das haben wir dann eigentlich auch gleich geschafft. Yeah, Tagesaufgabe geschafft. Und Spiel modifizieren wir auch gleich. Selbstsicher zur Arbeit gehen. Das machen wir am nächsten Tag. Selbstsicher kann man, glaube ich, vor dem Spiegel werden. Und Bett mit Energiewert 6 kaufen. Das können wir, glaube ich, auch sogar machen. Denn wir haben das Geld dazu. Und es hat ja auch, es hat sogar Energie 8. Guck mal, wir sind besser als der andere. Energie 8. Dusche mit Hygienewert 7. Das können wir auch machen. So. Sie möchte eine Voodoo-Puppe kaufen. Wen sie wohl mit dieser Voodoo-Puppe verbinden möchte, das ist, Sie hat gleich das Spiel modifiziert. Yeah. Und wir können hier, da haben wir einen Coupon aktivieren und dann können wir hier Bestellung. Voodoo-Puppe. Cool. Vielen Dank für deine Bestellung. Du findest die Voodoo-Puppe im Inventar gut. Und die können wir jetzt binden. Die Voodoo-Puppe kann nur an Sims in der Nähe und nicht an Kinder gebunden werden. Okay, dann warten wir... bis wir mit jemandem ganz tollen in Kontakt sind. Coupon Jackpot. Die Möglichkeit, Simoleons zu sparen, macht den Tag von Nova zu einem wahren Vergnügen. Sie enthält einen Rabatt von 75% auf alle Computerkäufe. Gut, Plugin oder Virus programmieren. Plugin programmieren. Dann macht das noch und dann gehen wir ins Bett. Level 6 der Programmierfähigkeit. Yay. Das Viren-Isolations-Plugin von Nova ist einfach unübertroffen. Sie hat mit dem Verkauf 39 Simoleons verdient. Wir werden den sowas von in den Schatten stellen, ganz ehrlich. Besser als wir ist er nicht. Das kann er einfach nicht sein. Vielleicht ist er ja auch heimlich in sie verknallt. So, noch 2 Stunden zur Arbeit. Sie soll sich selbst motivieren. Da sind wir selbstsicher. Dann soll sie sich frisch machen. So, wir müssen zur Arbeit. Let's go. Cool, wir haben es sogar geschafft, selbstsicher dorthin zu gehen. Wir schmeicheln uns beim Boss ein. Optional Belohnungsmerkmal erhalten. Nova besitzt 1000 Bestrebenpunkte. Oh, Frühaufsteher oder Nachteule. Ulala, das können wir machen, wenn sie dann da ist. Und dann machen wir, glaube ich, Frühaufsteher. Obwohl vielleicht Nachteule, weil wir sind ja oft lange wach. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ein Frühaufsteher um 9 bei der Arbeit anfängt. Da würde eher 6 oder so passen. Deshalb, ja, machen wir das. Ich glaube, wir könnten sogar befördert werden, nicht überfordert. Wisst ihr, was so richtig fail wäre, wenn sie ein Burnout bekommen würde? Oh, schreis nicht raus, Angelika, schreis nicht raus. Was ist das? Sieht aus wie Schimmel. Hallo Nova, ich glaube, ich habe mich in Clemens Frost verknallt. Meinst du, ich sollte einen Versuch starten? Ja, mach das. Außerdem hat sie tolle Arbeit geleistet. Sehr gut. So, dann können wir ein Belohnungsmerkmal kaufen. Und zwar
Die Nachteule. Sehr gut, wir sind dann auch wieder gut gelaunt und wir könnten ja auch, ich weiß nicht, also ich bin noch nicht bereit, mit Louis zu reden. Ich habe nämlich überlegt, dass wir ihn ja vielleicht irgendwie mal einladen könnten oder so, um das Kriegsbeil zu begraben oder halt irgendwie, keine Ahnung. Ich muss ja die Voodoo-Puppe an ihn binden. Das heißt, wir müssten ihn zu uns rufen. Wir stellen uns fröhlich vor, sie kennt sie schon, woher auch immer. Okay, oha, was geht denn hier ab? Na, was geht? Mutiger Anmachspruch, nein. Ui. ui, Hilfe, was ist los mit dir? Dann würde ich sagen, gehen wir nach Hause. Mensch, ich bin zufrieden, dass wir das alles hier so gut schaffen mit dem Zeug hier. Nebenjob beginnen. Was auch immer das bedeutet, aber let's go. Wenn es bedeutet, dass wir etwas programmieren. Meine Telefon-Icons sehen trist und langweilig aus. Kannst du eine App schreiben, damit alle Icons Smoking tragen? Das wäre doch cool. So, abgeschlossen. Und wir müssen in einer Stunde zur Arbeit. Ich glaube, wir schaffen den Nebenjob nicht. Ja, sie muss jetzt zur Arbeit. Vielleicht können wir da ja dann weitermachen. So, sie ist zur Arbeit und kann fleißig arbeiten. Was ist so lustig? Nova bemerkt, dass alle grinsen und lachen. Aber wenn sie sich nähert, werden schnell alle Chatfenster geschlossen. Sie kann vorgeben, nichts zu bemerken oder ihr Team zur Rede stellen. Fragen, was los ist. Oh Gott, was hat Louis gemacht? Zunächst antwortet niemand, doch dann lässt der neue Praktikant Nova auf seinen Bildschirm sehen. Es ist ein zusammengebasteltes Foto. Aber der axtschwingende Mutant ist nicht Nova, sondern ihr Boss. Das ist wirklich zum Schreien komisch. Verarzteter Boss. Okay, das war lustig. Es war zwar vielleicht nicht ganz angemessen, aber trotzdem lustig. Sie fühlt sich wirr und mental überfordert. Ich hab's rausgeschrien. Ich hab's einfach gesagt, Leute. Ich hab's gesagt, dass sie noch einen Burnout bekommen wird, weil wir nur arbeiten mit ihr. Ich bin froh, dass du mir geraten hast, Zeit mit Lelus Mist zu verbringen, denn ich habe mich gut amüsiert. Okay, sehr schön. Oh Gott, wir wurden befördert. Wir wurden befördert. Erfinde Preis für Beiträge zur Wissenschaft. Oha. Weißt du was? Mein Date mit Clemens ist sehr gut gelaufen. Sehr schön, T. Das freut mich wirklich sehr. Ach, Louis ruft an. Ja, Nova, die Gerüchte sind wahr. Ich wurde beim Rainy Day Entertainment gefeuert. Es scheint, dass es ein Problem bezüglich meiner Einstellung gibt. Das ist deren Art zu sagen, dass ich mich wie ein Idiot verhalten habe. Besonders dir gegenüber. Kann ich vorbeikommen, um zu reden? Ich könnte jetzt wirklich eine Freundin gebrauchen. Oh! Ist das eine Falle oder? Ich würde eine Pizza als Entschuldigung akzeptieren. Ich hoffe, du stehst immer noch auf Pepperoni. Stop, er bringt eine Pizza mit. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Ja, komm her. Hi, komm rein. Hi, Louis. Oh mein Gott. Er ist da, er ist da. Das ist Louis. Ja, wir können ja ein bisschen sprechen, wir können ein bisschen quatschen. Oh mein Gott, über neueste Spiele reden. Wir können ihn ja nach seiner Karriere fragen, einfach um herauszufinden, was er jetzt beruflich macht. Wir können die Voodoo-Puppe an ihn binden. Das machen wir mal. Falls es eine Falle ist, dann wird er sowas von heulen mit dieser Voodoo-Puppe. Wir verbinden die mal, aber also das Ziel ist, freundlich oder gemein zu Louis sein. Oh, da stand Louis über Nacht ein Land. Jesus Christ. Oh, Noah, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe meinen Job verloren und ich hoffe nur, dass ich nicht auch noch meine Kindheitsfreundin verloren habe. Es ist mir unangenehm, diese Frage zu stellen, aber könnte ich die Nacht hier verbringen, während ich über meinen nächsten Schritt nachdenke? Was? Was? Was passiert hier? Er möchte über Nacht bleiben? Lass mich nachdenken. Oh mein Gott. Entscheidung, Louis einladen oder Louis rauswerfen? Kontakt zu Louis aufnehmen. Zum Essen rufen, mit Louis flirten, Louis an die Voodoo-Puppe binden, Louis falsche Selbstsicherheit einflößen. Also wir binden ihn an die Voodoo-Puppe. Falls er mich schlecht behandelt, dann werde ich diese Voodoo-Puppe sowas von auseinandernehmen.
Ja, wir können ja mal irgendwie zum, also wir können ihn einladen, über Nacht zu bleiben und wir, oh mein Gott. Ja, Louis ist jetzt halt wirklich arbeitslos. Okay, vielleicht ist es ja doch keine Falle, ich weiß auch nicht. Wow, das hätte ich ja fast vergessen. Dein Vater wurde ganz schön sauer auf uns, weil wir mit den Geräten im Labor herumgespielt haben. Es hat Spaß gemacht, im Observatorium zu fachsimpeln, obwohl. Weißt du noch, als wir im Raketenschiff übernachtet haben, dein Cousin Tycho hat mir einen riesen Schrecken eingejagt. Er sah aus wie einer dieser Aliens aus Mass-Effekt. Ich hab mich gekringelt vor Lachen. Oh mein Gott! Ich bin froh, dass ich hier übernachten und mich sammeln darf. Ehrlich gesagt hatte ich erwartet, dass du mich auslachen würdest. Danke, Nova. Ich werde dir das nicht vergessen. Die Voodoo-Puppe wurde Louis zugeordnet. Ja, Louis, jetzt benimmst du dich mal besser, ne? Oh, Entschuldigung. Warte, ich. Warte hier. Ja, genau, das kannst du nehmen. Perfekt. Und über Burnout beschweren, ihm sagen, ja, irgendwie ist mir das auch alles zu viel geworden und weil ich dich auch einfach besiegen wollte. Oha, muntert uns einfach auf. Irgendwie ist es schon süß, oder? Also so ganz flirten will er irgendwie noch nicht. Wir müssen uns, glaube ich, einfach noch ein bisschen besser anfreunden. Wir können die Voodoo-Puppe liebkosen. Und was passiert dann? Also, man könnte ihn küssen, aber er will halt nicht. Er geht halt irgendwie schon schlafen. Ich hatte meine Bedenken, so eine wichtige Arbeit von einem Freelancer erledigen zu lassen, aber du hast erstklassige Arbeit geleistet. Besten Dank. Och, cool. Also, so ganz ist er einfach noch nicht in uns verschossen. Ja, wir müssen die Freundschaft einfach erstmal hochbekommen und dann könnten wir ihn eventuell. Ich weiß nicht. Also wenn man es realistisch sieht, wäre es ja auch eigentlich noch too much, sich jetzt schon zu küssen, weil vielleicht verarscht er uns ja. Also weiß nicht, ob ich ihm das irgendwie gleich glauben würde. Status Freunde mit Louis erreichen. Ja, ich glaube, also wenn, dann werden wir erstmal Freunde. Oh mein Gott. Vielen Dank, dass ich bei dir übernachten durfte, Nova. Ich habe hier ein Weltraumbild als Entschuldigung für dich. Es hat mich an die Nacht erinnert, die wir im Observatorium deines Vaters verbrachten. Es ist aber nicht so, als ob ich besonders häufig daran denken würde oder so. Wenn du es neben deinem Computer stellst und aktivierst, steigt deine Programmierfähigkeit schneller. Und entschuldige nochmal, dass ich so ein übermotivierter Vollpfosten war. Okay. Konzentrierte Deko. Wir hängen es, glaube ich, hier hin. Emotionale Aura aktivieren. Hey, so ein Szenario spielen macht echt Spaß. Ich find's irgendwie echt cool. Find's voll lustig. Also scheinbar waren die schon so Kindheitsfreunde und wahrscheinlich haben die sich halt im Studium oder im College auseinandergelebt. Da so ein bisschen angefangen zu rivalisieren. Vielleicht war das ja eben seine Art und Weise, ihr zu zeigen, dass er sie eigentlich voll mag. Ich muss los, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, ich muss auch los, ich muss nämlich jetzt zur Arbeit. Wir arbeiten fleißig. Konkurrenzprodukt in Arbeit. Nova erfährt inoffiziell, dass ein Konkurrent an einem Produkt arbeitet, das fast identisch mit dem ist, an dem sie gerade arbeitet. Sie kann die Geschäftsleitung informieren oder still sein und hoffen, dass der Konkurrent einen Reinfall erlebt. Wir warnen die Geschäftsleitung. Die Geschäftsleitung gerät in Panik und entscheidet, das Produkt von Nova mit allen Fehlern schnell auf den Markt zu bringen. Das kann nur zu schlechten Beurteilungen und schlechten Verkaufszahlen führen. Anschließend veröffentlicht der Konkurrent sein Produkt als verbesserten Nachfolger zum Mäusemelken. Solange der Nachfolger nicht Louis ist, ausgebrannt, ein Burnout, wirkt sich negativ auf die Arbeitsleistung. Leidet unter Burnout. Senkt die Arbeitsleistung und verhindert Beförderung. 3 Tage bis zur Arbeit. Ja gut, wir haben ja jetzt etwas Zeit und wir könnten ja irgendwie Louis einladen oder wir könnten mit ihm ja irgendwie in die Stadt gehen und Freunde werden. Wir könnten auch eigentlich einfach mal so ein bisschen umbauen. Ich möchte nämlich eigentlich, dass alles schwarz ist. So, Leute, ich habe so ein bisschen die Wohnung umgestaltet.
Und ja, ich mach mal hier, also ist das Schlafzimmer. Ich habe das jetzt mal hier hochgeräumt. Hier ihre ganzen Sachen und Schlafzimmer. Und dann ist das jetzt ihr Bad. Und dann haben wir hier die Küche. Genau, das kann in den Kühlschrank. Und dann habe ich hier noch das Wohnzimmer. Und dann machen wir mal alle Lichter automatisch, damit wir Strom sparen. Ich habe eine Spitzenidee. Wir verstehen uns gut und arbeiten gut als Team zusammen. Stimmt's? Wie wäre es, wenn wir zusammen ein eigenes Spiel oder eine eigene App entwickeln und die Indie-Entwickler werden würden? Wir könnten nie wieder gefeuert werden. Was meinst du, Nova? Wir werden es allen zeigen. Ich werde mein Geheimgetränk mit dir teilen, mit dem ich meine Leistung steigere. Wenn du direkt nach dem Trinken mit dem Programmieren beginnst, verbesserst du dabei deine Programmierfähigkeit in Windeseile. Ja, investieren wir in unser eigenes Projekt? Nein, ich habe hart gearbeitet, um so weit zu kommen. Boah, schwierig, finde ich. Heißt es dann, wir kündigen? Ich finde es halt voll schwierig, mit jemandem irgendwie was gemeinsam zu machen. Die müssen nur streiten und so dicke sind wir jetzt nicht. Ich weiß nicht. Ich riskiere es, glaube ich. Ja, ich wusste es, dass ich auf dich zählen kann, Nova. Das ist das Geheimnis meines Geheimgetränks. Es stellt den schnellsten Weg dar, Fähigkeiten zu erlernen. Aber geh auf jeden Fall zur Toilette, bevor du es trinkst. Die Faselbrause kann sehr harntreibend sein. Aus Gründen der Effizienz programmiere ich sogar manchmal auf der Toilette. Louis, was ist los mit dir? Vorschlag von Louis anhören. Unser Burnout ist weggegangen. Cool. Yay, Level 8 der Programmierfähigkeit. Oha, wie schnell das geht. Oh mein Gott, sie muss aufs Klo, Hilfe. Level 9 der Programmierfähigkeit. Nova kann jetzt Computerspiele entwickeln. Cool. Wir haben das Szenario geschafft, Leute. Familie Kurios hat für den Abschluss des Szenarios ständig im Schatten die folgenden Belohnungen erhalten. Geschichtsende, gemeinsam sind wir stark. Nova hat nicht nur ihren Traumjob bekommen und an ihrem Herzenprojekt gearbeitet, sondern auch ihre Freundschaft mit Louis wieder aufleben lassen. Wie sie es schafft, alles zu managen und trotzdem Schlaf zu finden, ist ein Rätsel, das noch gelöst werden muss. Bonus? Um alles zu erreichen, hat Nova nur sehr wenig geschlafen. Das hat ihr das Belohnungsmerkmal selten müde eingebracht, wodurch die Abbaurate ihrer Energieleiste gesenkt wird und Nova länger wach bleiben kann. Nova hat sich als ultimative Senkrechtstarterin erwiesen. Durch dieses Belohnungsmerkmal steigen ihre Jobleistung und Fähigkeiten schneller. Nächste Schritte. Nova kann stolz das erste Kapitel ihrer Karriere schließen. Und zwar als absolute Überfliegerin. Wird es ihr gelingen, eine gute Balance zwischen Arbeits- und Privatleben zu finden, wo sie so viel um die Ohren hat? Und wofür wird sie all das schöne Geld ausgeben? Du entscheidest. Spiel fortsetzen. Yay! Herzlichen Glückwunsch zum Abschluss des Willkommensszenarios. Zur Belohnung erhält jeder Sim in diesem Haushalt einzigartige Belohnung, basierend auf seinen Errungenschaften und Entscheidungen sowie genügend Zufriedenheitspunkte, um etwas im Belohnungsstore zu kaufen. Du hast einen tollen Anfang für deine Sims gemacht, aber ihre Geschichte ist längst noch nicht vorbei. Ja, wir sind Best Friends mit Louis. Wir sind kein Liebespaar geworden. Hätte ich auch ein bisschen komisch gefunden, wenn wir uns einfach instant geküsst hätten und irgendwie hatte er auch absolut keinen Bock darauf. Und ja, ich finde es auch ein bisschen komisch. Wir waren ja schon so voll angefeindet und sich dann gleich zu küssen ist ein bisschen too much. Außerdem ist mein Spiel auch ein bisschen buggy. Ja, ich hoffe, euch hat das Szenario auch so viel Spaß gemacht wie mir. Ich fand es irgendwie echt mal lustig, auch so eine vorgegebene Story zu haben, wo wir aber selber noch so ein bisschen entscheiden können, was man da jetzt macht. Finde ich irgendwie richtig cool. Also kann mir vorstellen, das öfters zu machen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, damit ihr auch zukünftige Szenarios nicht verpasst. Und dann sehen wir uns in einem anderen Video wieder. Tüdelü!